18, 19, 20. Was machst du denn hier? Na, das Mittagessen. Wollte mal eine kleine Freude machen. Dich ein bisschen verwöhnen, nicht? Du sollst mal einen Tag keine Arbeit haben. Wer soll denn die alle essen? Och, die paar kriegen wir schon weg. Ja, wenn Michael da wäre. Ja, die beiden müssen jetzt ungefähr zwischen Heidersdorf und Romstetten sein. Hoffentlich haben die keinen Nebel. Ich mache mir auch gar keine Sorgen. Aber du, wie es scheint. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich bin ja froh, dass der Bergmann mir den Gefallen getan hat. Ne? Ja, war auch eine prima Idee von dir. Naja, der Junge, der hat die ganze Zeit hier auf der Schleuse den Schiffen nachgesehen. Ne? Ist doch schön, wenn er zum Abschied mal selber auf einem mitdampft. Ne? Mhm. Seid ihr leer, Bergmann? Viertelstunde noch. Dann verrollen wir zum Ankerplatz rüber. Ja, das passt mir sehr gut. Der Falke wartet schon. Ja, Zeit ist Geld. Und ihr nehmt ja hier mehr, als ich habe. Kann ich mir denken. Bei zwei so anspruchsvollen Damen? Oh je. Ihr habt wohl wieder sämtliche Läden ausgeräumt, was? Sämtliche nicht. Aber ein paar. Und die richtig. Tag, Frau Bergmann. Tag, Herr Schlitz. Also, du, was ich gesucht habe, habe ich nicht gefunden. Aber ich habe dir was mitgebracht. Das ist ein Angriff. Warte mal. Guck mal. Schick, nicht? Brauche ich doch gar nicht. Klar brauchst du das. Na ja, für einen Sonntag. Guck mal, und das ist für mich. Hm, ist ja auch was anderes. War ganz billig. Schiffe, kann ich Raum 3 dicht decken? Meinetwegen. So, und jetzt geh ich mir erstmal eine schöne Tasse Kaffee machen. Und dann habe ich noch zu tun. Wir kriegen nämlich Besuch. Aha. Was Neues gekriegt? Und zeig doch mal Schuhe. Ja. Das zeigst du mir mal richtig, da kann ich ja gar nicht richtig sehen. Dann mach doch mal auf. Mach ja schon. Ja, danke schön, aber... Ich kann doch nicht so schnell machen. So ganz neue Schuhe? Und sag mal, gibst du mir dafür deine alten? Na, alle sind neu. Alle Schuhe, die du hast, sind neu? Ja. Bei mir nicht. Na komm, Ines. Ein Hufnagel. Ist denn das zu fassen? Wo es angeblich heutzutage keine Pferde mehr gibt. Du, ich kann bestimmt nichts dafür. Ach, ist doch nicht so schlimm. Flickzeug haben wir ja dabei. Gummilösung, Flicken, ist ja alles da. Wollen wir mal anfangen. Kau nicht auf dem Grashalm rum, da können Strahlenpilze dran sein. Sag mal, ärgerst du dich eigentlich, wenn was schief geht? Natürlich nicht. Siehst du doch. Ein bisschen Selbstbeherrschung muss man schon haben, oder? Du, das finde ich toll von dir. Lass doch den Blödsinn. Machst mich ganz nervös. Diese Schraube sitzt aber auch fest hier. Musst du denn unbedingt in den Hufnagel fahren? Die ganze Straße ist doch frei. Fertig, Schiffer, wir können. Na, dann wollen wir mal. Irmchen, wir verholen. Sag mal, willst du nicht auf eine Gitte für einen Freund fahren? Ach, die finden wir nachher schon. Kann man auf einer Radtour gehen ohne eine Luftpumpe? Ein Timrad ist ja auch keine. Na ja, sag ich ja. Und was machen wir nun? Bergmanns warten im Hafen. Na, schieben. Eine Luftpumpe wird uns ja hier wohl keiner bringen. Aber irgendwann wird ja ein Dorf kommen, die nicht nur Pferde haben, sondern auch eine Luftpumpe. Panne, was? Keine Luftpumpe. Wo wollt ihr denn hin? Wenn Sie uns bis zur nächsten Tankstelle mitnehmen würden? Na, eigentlich wollten wir nach Gehren, an den Hafen. Na, dann steigt mal ein. Mal sehen, was sich machen lässt.
Was ist richtig? Bloß das Schiff ist falsch. Glaubst du, dass sie ohne uns abgefahren sind? Wir wissen doch genau, dass wir heute Nachmittag kommen. Immerhin, wir sind anderthalb Stunden zu spät. Aber ich glaube nicht, dass sie schon weg sind. Aber da sind sie doch nicht. Das ist ein dufter Anfang für meine Geschichte. Man kommt an, das Schiff ist weg. Erstes Kapitel, das verschwundene Schiff. Du hast vielleicht Sorgen. Du musst was tun. Unternimm was. Ach, jetzt ruhen wir uns erstmal aus und gucken uns die Schiffe an. Die Kräne. Guck mal, da drüben der große Pott. Die musst du fotografieren. Ich verstehe überhaupt nicht, woher du deine Ruhe nimmst. Schiffe angucken. Ich gehe jetzt und rufe meine Eltern an. Warte doch erstmal ab. Die können am Augenblick auch nichts unternehmen. Das Weiber immer gleich telefonieren müssen. Sagen Sie, könnten Sie vielleicht mal... Onkel Karl! Ja, da bist du ja! Ich wollte gerade deinen Vater anrufen. Und wir dachten, ihr seid schon ohne uns losgefahren. Ach, kommt doch gar nicht in Frage. Wo ist denn dein Freund? Der wartet. Na, komm erst mal an Bord. Geh der Kaffee kalt für deinen Vater, können wir immer noch anrufen. Sag mal, wie heißt er denn? Siebert. Siebert? Siebert? Siebert aus Fürstenhafen? Sag mal, war der nicht verheiratet? Na, wir haben doch mal mit dem Siebert in Rotterdam zusammengelegen. Ach ja, du sag mal, war das nicht so ein kleiner Dicker, so rundlich und immer lustig? Ja. 164 Erste lasse ich stehen. Na bitte. Na? Tag. Wir nehmen mal mit bis zur Schleuse. Was spielt ihr? Chicago, kennst du das? Naja, wenn ihr es so spielt wie wir, so mit hoch und tief. Spielst du mit? Worum geht's denn? Wer dreimal verloren hat, spendiert eine Runde Bier. Naja, das kann man ja riskieren. Gast fängt an. Sieben tief, bleib stehen. Er führt sich ganz schön ein hier mit sieben tief. Ja. Zwölf. Das darf doch nicht wahr sein. 13. Nimm Holz, Junge. Also, ich trinke nur eins. Für die anderen erzählt ihr mir was von Schiffen und so. Wozu denn das? Naja, ich will was schreiben über die Fahrt hier. Wer ist denn das? Reporter Christine. Ach, das stimmt gar nicht. Der interviewt uns. Alle beide. Aha. Also, pass auf. Wir hatten Kabit geladen. Und plötzlich... Brigitte! Ja? Wir können gehen. Irmchen? Ja? Brauchst du noch was? Ja, warte mal. Du kannst mir noch zwei oder drei Flaschen Apfelsaft mitbringen. Bier für dich ist noch da. In Ordnung. Also dann tschüss. Tschüss, ihr beiden. Ja. Und ich war der einzige Überlebende. Aber das ist noch gar nichts gegen die Geschichte. Sag mal, die schreibst du ja gar nicht mit? Nein. Jetzt will ich euch mal was erzählen. Eiger Nordwand. Todeswand. Die Leute sagen, Nordwand, Mordwand. 3 Uhr morgens. Wir steigen ein. Paul, der Knabe glaubt mir nicht. Sag ihm, dass alles stimmt, was ich erzählt habe. Sag mal, warst du wirklich schon mal im Hochgebirge? Ja. Warst du schon mal? Nee, was soll ich denn da? Das ist doch alles so steil. Ich kenne niemanden dort. Ich möchte mal nach Rio. Auf die Bahamas. Westindien. Da muss was los sein. Ich möchte mal dahin, wo mein Vater Brücken baut. Und Viadukte. Und das Land ist mir ganz egal. Guten Abend. Zieh mal eine an. Da sitzt er. Mit den Matrosen, wie ein alter Skipper. Na denn, Prost! Ah, Prost, Skipper! Nee, ja, ja. Dann versuch mal hier. Also, was du da noch? Das stimmt aber nicht. Bei 6 muss er raus. Bei 6? Na gut. Und warum würfelst du? Ja. Na, nur, ihr spielt ja gar kein Skat. Nö, weißt du, das Ding, das stand hier gerade so rum. Ja, der Kommandant, der wollte ja, ich wollte ja mal würfeln. Übrigens, du Bergmann hat angerufen. Ja, die beiden sind gut angekommen. Ach,
das ist ja schön. Warum sagst du das jetzt? Na, ich war vielleicht beruhigt. Du warst beruhigt, ja. Ich war beruhigt, ja. Ganz eins, mal sehen, ist nicht viel. Und jetzt komm. Ja. Sag mal, kann ich nicht mitspielen? Oh, Frau Schmidt. Muss ja nicht sein. Ne? Och, wir spielen ja sowieso dann gleich Skat. Wir spielen bloß nebenbei jetzt. Ja, also, das ging ja ganz gut so. Ne? Zu dritt, ne? Ja. Also mach mal hin. Du, ich glaube, zur Nacht machen wir das Fenster halb auf. Ich habe noch nie in so einer Koje geschlafen. Hier wirst du schlafen wie ein Murmeltier. Brigitte? Ja? Den Film habe ich rausgenommen. Hast du einen neuen? Ja, jetzt kommt ein Farbfilm rein. Aber den hat Michael in der Tasche. Übrigens, er will dich noch interviewen. Er will eine Reportage über die Fahrt auf dem Schiff machen. Mit so mit vielen Fachausdrücken. Kann er haben. Und ich mache die Fotos dazu. Donnerwetter. Hast du gehört, Ines? Wir haben die Presse an Bord. Das darfst du nicht mehr in der Nase bohren. Michael! Ja, ich bin hier unten. Hast du schon ausgepackt? Ich brauch den Farbfilm. Ja, gleich. Du, hör mal zu, ich hab ein paar neue Sachen. Dennebaum, Schlagpütz, über die Luken klabastern, David, Quadrant und Ruf. Das ist das Ganze hier. Ich hab auch noch zwei für dich. Ja? Vorderpick und Achterpick. Was ist denn das? Das weiß ich ja auch nicht. Trotzdem gut. Du, weißt du, was ich jetzt am liebsten machen würde? Auf dem Kahn bleiben und weiterfahren nach Hamburg. Dann auf dem großen Pott, über den Kanal, dann übers Meer nach Rio, Bahamas oder Westindien. Da muss was los sein. Ich spinne auch manchmal. So, was spinnst du denn? Im Moment fällt es mir nicht ein. Mir fällt immer was ein. Wenn ich später vielleicht berühmt werde. Oder was ich alles überall erleben werde. Und hast du keine Angst, dass du mal Heimweh kriegst? Nein. Ich war mal alleine weg. 14 Tage mit der Schule. Was meinst du, was ich da für Heimweh hatte? Dann war es vielleicht nicht schön. Doch, doch, es war alles sehr schön. Und trotzdem habe ich nachts geheult. Hast du eigentlich die ganze Zeit, wo du bei uns warst, kein Heimweh gehabt? Dann hat es dir also gefallen. Mhm. Hat dir Ilonka eigentlich gefallen? Ja. Ach, du hast sie gern? Naja, also gern ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wenn du also jemanden leiden kannst, dann heißt es noch nicht, dass du ihn gern hast, oder? Verstehe ich nicht. Na, meine Eltern, hast du die gern? Deine Eltern? Die habe ich sogar sehr gern. Die ganze Familie? Natürlich. So, Seeventile sind dicht. Dann mal die Damen nach Achtern. Und wir hauen uns in die Kiste, was? Mhm. Ich hab deine Familie auch gern. Aber du kennst doch nur mich. Vorausrad Lego. Wie heißt das, Herr Bergmann? Das ist mir doch notiert. Vorausrad Lego, das heißt so viel wie vordere Leine los. Laufdraht Lego. Brigitte! Ja? Du musst doch fotografieren. Wir legen ab. Aber kennen werde ich mich doch wohl noch dürfen. Jetzt muss sie sich erst noch kämmen. Da kannst du nichts machen, mein Junge. Sagen Sie mal, Herr Bergmann, ist jetzt niemand im Maschinenraum? Nein. Die Maschine bediene ich von hier oben. Paul muss alle 2 Stunden runter zum Nachschmieren. Ist das alles? Das ist alles. Aber freundlich, wenn ich bitten darf. Aha. Moment mal, Brigitte, warte mal. Komm, übernimm du mal den Haspel. Haspel? Ja, Haspel, der Steuerrad. So, Achtung, Aufnahme bitte. Danke. So, und jetzt die Brückendurchfahrt. Komm, Michael. Die kommandiert hier rum. Du, hör mal, Ines hat 39,3. Was meinst du, was es ist?
Kinder haben ja schnell mal hohes Fieber, aber 39,3 ist mir doch ein bisschen viel. Ja, was meinst du? Sollen wir umdrehen? Ach nein, da kann der Arzt jetzt auch nichts machen. Wahrscheinlich ist eine Erkältung. Und Blinddarm meinst du nicht? Nein, da hat sie keine Schmerzen. Sie hat ein bisschen roten Hals. Ach, weißt du was? Ich denke, wir warten erst mal ab. Jetzt sind wir an der Fahrrinne. Vorfahrt hat immer der Bergfahrer, also immer der Strom aufhört. Den muss man ausweichen. Das ist wie im Gebirge, auf der Passstraße. Logisch. Was machen Sie denn jetzt, Herr Panrott? Rein Schiff. Übrigens, ihr könnt ruhig Paul zu mir sagen. Michael! Jetzt brauchst du das nicht zu knipsen. War nass bei Ihnen auf dem Schiff. Musst du denn unbedingt jetzt fotografieren? Natürlich. Ja, um 4 Uhr ruht. Ja, ja, ist gut. Ja, wir setzen uns zusammen, aber keinen großen Trubel. Nur wir vier unter uns, ne? Aber Michael muss ja früh ins Bett, muss morgen ja abreisen, der Junge. In Ordnung, bis dann. Herr Wuttig, wann läuft denn der Steamer ein? Wenn's einen Lotsen braucht, um 4 Uhr und ohne Lotsen. Herr Wuttig, wann kommen Sie denn nun genau? Um 4 Uhr, wie oft soll ich's noch sagen? Herr Wuttig, ich wollte Sie was fragen. Können Sie mir sagen, wann Brigitte und Michael reisen? Um 4 Uhr. Was ist um 4? Brigitte? Schläfst du oder was? Nein, ich bräune. Du bräunst. Ist nichts los. Es tut sich nichts. Wir sitzen seit 4 Stunden auf dem Kahn und ich habe außer dem Ablegemanöver ein paar Ausdrücke nicht zu meinem Bericht. Es passiert nichts. Sei doch froh, dass nichts passiert. Oder wartest du da darauf, dass wir auf einen Eisberg stoßen? Oder sogar von Seeräubern geentert werden? Ach, aber worüber soll ich denn schreiben? Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Alles ganz anders vorgestellt auf so einem Schiff. Kein Wort dazugekommen. Na, dann notier doch noch mal die lustigsten Namen der Schiffe, die hier vorbeikommen. Schwach. Wie spät ist es eigentlich? Ja, muss so 11:30 rum sein. Na, dann schreibst du eben 11:30 Doppelpunkt. Keine besonderen Vorkommnisse. Keine besonderen Vorkommnisse. Paul! Ja? Lös mich mal einen Moment ab, ich hau mich ein Stündchen aufs Ohr. Ist gut, Schiffer. Und hol dir den Michael rauf, ich glaube, der langweilt sich da vorne. Michael! Ja? Komm raus! Was ist denn los? Der Schiffer hat sich aufs Ohr gehauen, jetzt hab ich das Kommando. Vollmatrose Michael Meiner, zur Stelle! In Ordnung, halten Sie das Ufer im Auge. Wir umsegeln jetzt das Kap der guten Hoffnung. Was? Ja. Was ist das da vorne für ein Äppelkahn? Oh, die Basilea. Die läuft aber schneller als wir. Aber nicht doch. Die hängen wir ab. Überholst du die? Da bin doch schon dabei. Sag mal, kannst du eine Flagge hissen? Na klar. Dann lauf mal nach vorne und setz die blaue Überholflagge. Ei, ei, Sir. So, und jetzt voll voraus. Signal gebe ich nicht, sonst wird der Schiffer wach. Der Kerl läuft doch stur weiter davon.
Merkt ihr da nicht, dass wir schneller sind? Was war denn das? Die Maschine fällt von Drehzahl. Was? Der Kahn verfällt. Was macht ihr? Mensch, halt endlich still, wir sind aus der Fahrrinne. Jetzt haben wir den Salat. Ich lass noch mal an, rückwärts. In Ordnung? Nee, in der Welle schlägt was. Was ist los? Wir sind verfallen, Schiffer. Wie ist das möglich? Ich wollte an der Basilea vorbei. Du hast kein Signal gegeben, das hätte ich gehört. Stimmt dich. Ich wollte sie nicht wecken. Darüber reden wir später. Schmeiß den Hammer, aber schnell. Ja, ja, wir treiben. Ja. Schreib dir das auf. Einmal lang, zweimal kurz heißt, ich drehe über Steuerbord. Und den Paul drehe ich durch den Wolf. Karel, was ist denn los? Der Paul ist mit dem Kahn verfallen. Jetzt haben wir einen Tampen oder ein altes Bettgestell in der Welle hängen. Das fehlte gerade noch. Nur die Bade. Lalalala. Du musst erst sehen, ob die hier unten auch. Wo ist der kaputt? Danke. War das dein Einfall? Nein, die lieben Kleinen. Und wo trinke ich jetzt meinen Kaffee? In der Küche. Ist noch ein Stuhl frei. So krieg ich das nicht frei. Da hängt ganz schön der Tampen dran. Muss den Bolzen schnell rollen. Also gut, ich fahre sie rüber. Die Sachen können ja hier bleiben. Nehmt mich mit. Ich muss noch was in der Apotheke besorgen. In Ordnung. Soll ich nachher ein paar Aufnahmen machen? Schreib es auf. Sag mal, was ist denn mit dir los? Das Ganze ist vielleicht doch meine Schuld. Paul! Signale sind gesetzt. Wo die Papiere sind, weißt du. Als die Wasserschutzpolizei kommt. Wir sind in einer Stunde zurück. Ja, Schiffer. Übrigens, ich krieg dann normal 50 von dir. Wieso? Na, für den Rahmen vom Klassenbild. Ich geh mal runter zur Schleuse. Mal sehen, ob Michael seekrank geworden ist. Ich komm mit! Schiffer, bleib hier! Michael! Den habe ich im Maschinenraum gefunden, damit schneide ich den Tampen ab. Du willst ja nicht etwa da runter? Doch. Kannst du denn tauchen? Ja, ja. Das glaube ich nicht. Lass das sein. In einer halben Stunde ist der Taucher wieder da. Weißt du, was ein Bergungstaucher die Stunde kostet? Besten Dank, das mache ich selbst. Ihr müsst mir hier nur mal helfen. Paul, ich würde es nicht tun. Und was passiert? Na? Wann kommen Sie denn? Hm? Also pass auf. Wenn ich zweimal ziehe, lässt du den Bolzenschneider runter. Wenn ich es geschafft habe, dann ziehe ich dreimal. Dann musst du mich hochholen. Hast du verstanden? Ja. Ines ist aufgewacht. Ich muss zu ihr, damit sie im Bett bleibt. Aber du kannst doch jetzt nicht hier weg. Brigitte! Ich muss. Brigitte! Komm mal her! Was meinst du, wenn sie jetzt an Deck kommt? Kältest du dich doch, komm.
Brigitte! 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 Was ist denn los? Du musst das Seil nehmen, ist irgendwas passiert. Das kann ich gar nicht. Aber na klar kannst du das. Michael! Paul, halt fest! Michael! Der hat doch Karo ausgespielt. Spiel ich oder spielst du? Ja, ja, diesen. Na, das haben wir doch. Na, bitte das noch, nicht? Ja, ja, ja. So. Ja, hier, da. Warten wir schon 4 Stunden. Die Kranich ist längst überfällig. Vielleicht sind sie gerammt worden, haben Leck gekriegt und sind jetzt in Seenot. Ich hab einen Hunger. Ja? Komm mal rauf. Sag mal, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Gar nicht, was? Gedacht habe ich schon. Ich wollte ihnen das Geld sparen. Das ist doch ein reiner Versicherungsfall. Hast du gesehen? Für einen Taucher war es eine halbe Stunde Routine. Und für dich wäre es beinahe die Beerdigung geworden. Wenn er Michael nicht gewesen wäre. Da kommen sie ja! Sie kommen! Was? Na endlich! Jetzt, wo ich endlich ein Blatt habe. Da sind sie! Die letzten Fotos machte Brigitte dann von der Abschiedsparty. Mit der hatte ich eigentlich gar nicht gerechnet. Pitt, Bernie und Ilonka hatten sie toll organisiert. Alle waren gekommen. All meine Freunde von der Schleuse, die ich so schnell nicht wieder vergessen werde. Es wurden viele Reden geschwungen, mir zu Ehren. Was mich richtig etwas verlegen machte. Schade, dass es mein Vater nicht miterlebt hatte, wie ich gelobt wurde. Ja, er hat es mir nicht geglaubt, als er mich am nächsten Morgen abholte. Bernie sorgte ständig für Nachschub, was Hannes und Wenzel natürlich nach Kräften ausnutzten. Der Kommandant erzählte wieder mal vom Amazonas, aber ich glaube, keiner hörte so richtig hin. Zugegeben, ich hatte einen Kloß im Hals. Brigitte ging's genauso. Ilonka hatte ein absolutes Abschiedstief. Nur Pitt bewegten die Weintrauben mehr. Mit einem Dankeschön an die Familie Wurtig schließe ich meinen Bericht von der Schleuse, in dem sich viel zu viel, wenn nicht alles um Michael drehte.